Hallo Leute, und ihr wisst ja, ich bin Potterhead, aber ich weiß gar nicht so genau, welches Haus ich jetzt eigentlich bin. Ich weiß, Schande über mich. Deswegen mache ich jetzt endlich mal der Pottermore-Häusertest. Das ist das Beste, was ich gerade auf Deutsch gefunden habe, weil auf Englisch möchte ich es mir und euch nicht zumuten. Also, nach dem Intro, ihr wisst, geht's los. Der Pottermore-Häusertest. Bist du mutig, ehrgeizig, loyal oder weise? Warum oder? Quiz starten. Mal sehen. Mond oder Sterne? Sterne. Finde ich cooler. Vier Kelche stehen vor dir. Aus welchem willst du trinken? Verdammt, es gibt 28 Fragen. Oh mein Gott. Aus dem mit der goldenen Flüssigkeit, die so hell strahlt, dass es in den Augen Schmerz und Sonnenflecken im ganzen Raum tanzen lässt. Okay. Aus dem mit der mysteriösen schwarzen Flüssigkeit, die wie Tinte schimmert, von deren Dämpfen du seltsame Visionen erhältst. Aus dem mit dem glatten, dicken, dunkellilanen Getränk, das nach Schokolade und Pflaumen duftet. Aus dem mit der schäumenden, blubbernden Silberflüssigkeit, die funkelt, als befände sich gemahlen Diamanten in ihr. Okay. Kann ja auch eine Apfelsaftschorle kriegen. Ich glaube, ich nehme die schmerzenden Sonnenflecken. Obwohl, so krasse Visionen wäre auch irgendwie, aber nein, das klingt schon. Wenn du, egal welche Kraft haben könntest, welche würdest du wählen? Mit Tieren sprechen, übermenschliche Stärke, Unsichtbarkeit, die Vergangenheit ändern zu können, mein Aussehen ändern zu können, Gedanken lesen. Warum gibt's nicht apparieren? Das wäre viel cooler. Mit Tieren sprechen. Ja, was? Dann kann ich dem Pferd hier oben sagen, ja, und dir so, warum so ein langes Gesicht? Übermenschliche Stärke. Ja, was bringt mir das? Dann kann ich mein Auto auch unterm Arm tragen. Unsichtbarkeit. Ja. In die Umkleide schleichen oder so. Die Vergangenheit ändern, mit der Zeit rumspielen ist immer so die Sache. Mein Aussehen ändern zu können, da gehe ich zum Friseur. Gedanken lesen ist, glaube ich, echt manchmal nicht gut. Das wäre manchmal echt nicht gut. Aber Aussehen ändern, so Grindelwald-mäßig, ja, nehme ich das mal. Worauf freust du dich am meisten in den Hogwarts zu lernen? Alles über magische Wesen, wie man sie zähmt und für sie sorgt. Zauber und Flüche. So viele Bereiche die Magie wie nur möglich. Geheimnisse über das Schloss. Was kann man da lernen? Okay. Transfiguration. War das verwandeln? So animagusmäßig? Fliegen auf dem Besen. Ha! Apparieren und disapparieren. Das hätte ja schon als Superkraft haben wollen. Morgendämmerung oder Abenddämmerung? Abenddämmerung. Yes. Wald oder Fluss? Puh. Fluss finde ich, glaube ich, cool. Also cooler. Welcher Albtraum würde dir am meisten Angst einjagen? Ein Auge im Schlüsselloch des dunklen, fensterlosen Raums, in dem ich eingesperrt bin. Ah, dazu gezwungen zu werden, mit einer albernen Stimme zu sprechen, sodass mich kaum einer versteht, alle über mich lachen. Auf der Spitze von etwas sehr Hohem zu stehen und plötzlich bemerken,
dass es weder Geländer noch irgendetwas gibt, das mich vom Fallen abhalten könnte. Würde. Hilfe! Aufzuwachen, herauszufinden, dass weder meine Freunde noch meine Familie wissen, wer ich bin. Dann eher runterfallen. Wenn du ein Schüler Hogwarts wärst, welches Haustier hättest du? Kröte, lähm, Eule, joa. Eule ist halt praktisch, ne? Aber mit Katze kannst du kuscheln. Ja, man kann sich ja auch eine Eule ausleihen, ne? Dann nehme ich die Katze. Womit tust du dir am schwersten? Ignoriert werden, Kälte, Langeweile, Hunger, die Einsamkeit. Hunger. Ich glaube, ich nehme die Einsamkeit. Ich habe eben schon so Love-Tests und so gemacht. Die waren aber nicht so spektakulär. Ob ich verliebt bin oder nicht, ihr werdet es nie erfahren. Nächste Frage. Wenn du einen Trank erfinden würdest, was würde er dir geben? Liebe, Macht, Weisheit, Ruhm. Liebe ist ja natürlich doof, weil dann ist das halt ja nur der Trank, ne? Macht. Ich glaube Weisheit. Dann denke ich mir nämlich wahrscheinlich am Ende, ach ja. Das Leben ist so. Ich bin weise genug, um das einzusehen. Kopf oder Zahl? Kopf. Schnelle Entscheidungsfrage. Schwarz oder weiß? Schwarz. So macht das so Laune. Links oder rechts? Könnte auch eine politische Frage sein. Ich finde, ich sehe das gerade so mit Autofahren. Rechts abbiegen ist ja einfacher als links abbiegen. Welches Wesen würdest du am liebsten studieren? Wassermenschen, Zentauren, Trolle, Vampire, Kobolde, Geister, Werwölfe. Ich finde Vampire am coolsten. Ein Troll läuft im Arbeitszimmer des Schulleiters in Hogwarts Amok. Das geht noch weiter. Unerzählte Gegenstände und Schätze zu zerstören, darunter ein Heilmittel gegen Drachenpocken, welches der Schulleiter fast perfektioniert hat. Worum geht's? Erstes Buch. Zwei Heilmittel, drei Schülerakten. Okay, ich muss das ganze lange Ding hier lesen. Okay. Die 1000 Jahre zurückreichen und ein mysteriöses, handgeschriebenes Buch voller seltsamer Runen, das wahrscheinlich Merlin gehört hat. In welcher Reihenfolge würdest du diese Objekte vor der Keule des Trolls retten, wenn du könntest? Buch, Heilmittel, Schülerakten. Schülerakten, Buch, Heilmittel. Buch, Schülerakten, Heilmittel. Heilmittel, Schülerakten, Buch, Schülerakten, Heilmittel, Buch, Heilmittel, Buch, Schülerakten. Ja. Ach, sorry, Leute, ich krieg schon ganz schlechte Stimme gerade. Was wärst du lieber? Beneidet, beliebt, imitiert, gefürchtet, vertrauenswürdig, gelobt. Naja, wer wird nicht gern gelobt? Den Klang welchen Instruments magst du am meisten? Violine, Schlagzeug, Trompete, Klavier? Ich glaube Violine. Da gibt es so einen Typ auf TikTok, der macht echt coole Sachen. Welche Straße lockt dich am meisten? Die gewundene, mit Blättern übersäte Weg. Der gewundene, Deutsch lesen ist schwierig. Der gewundene, mit Blättern übersäte Weg durch den Wald. Der weit sonnige, grasige Pfad. Ist grasige ein Wort? Okay. Die von alten Gebäuden gesäumte
Pflasterstraße. Die enge, dunkle, von Lastern, Laternen beleuchtete Gasse. Das, ja, ich bin voll im Thema hier. Wir gehen mal durch den Wald. Einmal im Jahrhundert produziert der zitternde Ginsterbusch Blüten, die ihren Duft anpassen können, um Unachtsame anzulocken. Mit welchem Duft könnte er dich anlocken? Ein knisterndes Holzfeuer? Frisches Pergament? Dann bin ich auf jeden Fall Hermine. Zu Hause. Wie riecht zu Hause? Zu Hause riecht für jeden anders. Der Ozean. Oh yeah. Ozean hätte was. Ja, ja. Du betrittst einen verzauberten Garten. Was würdest du zuerst untersuchen wollen? Die fetten roten Pilze, die hintereinander zu reden scheinen. Miteinander. Den silberbärtigen Baum mit den goldenen Äpfeln. Die Statue des alten Zauberers mit dem seltsam funkelnden Auge. Den blubbernden Teich, in dessen Tiefen etwas Leuchtendes wirbelt. Ich glaube, ich würde die Statue untersuchen wollen, weil im Zweifelsfall war das ja mal ein Zauberer, der versteinert wurde. Und dieser Garten ist gefährlich. Denkt an meine Worte. Vier Schachteln stehen vor dir. Welche möchtest du öffnen? Die kleine Schachtel aus Zinn. Bescheiden und schlicht, auf der sich eine zerkratzte Nachricht befindet. Ich öffne mich nur den Würdigen. Die kunstvolle goldene Schatulle, die auf Klauenfüßen steht, deren Inschrift davor warnt, dass sich in ihr sowohl geheimes Wissen als auch unerträgliche Versuchung befindet. Die glänzende samtschwarze Schachtel mit dem silbernen Schloss, das mit der mysteriösen Rune Merlins markiert ist. Die kleine goldene versierte Schildkrötenschachtel, in der ein kleines Wesen zu piepsen scheint. Ha, also die klingen alle schon spannend, aber wenn da irgendwie ein kleines Wesen drin eingesperrt ist, das mit dem würdig klingt natürlich auch toll, ne? Gut, möchtest du öffnen? Das heißt ja nicht öffnest du, ne? Weil vielleicht öffnet die hier oben sie ja gar nicht, wenn ich nicht würdig bin. Ich guck mal, ob hier eine Babyschildkröte drin piepst. Als wer würdest du gerne in die Geschichte eingehen? Simply Tim der Große. Simply Tim der Kühne. Der Gute, der Weise. Ich glaube, weise zu sein ist heute nicht mehr ganz so im Trend. Gut, kühn, große, 1,70. Ich glaube, der Gute. Wie sollen Menschen nach deinem Tod reagieren, wenn sie deinen Namen hören? Wow, das ist eine sehr tiefgehende Frage. Mit Bewunderung an meine Errungenschaften denken. Mich mit einem Lächeln vermissen. Das finde ich irgendwie süß. Ist mir egal, was Menschen nach meinem Tod von mir denken. Was wirklich zählt, ist, was sie von mir halten, während ich lebe. Im Prinzip macht das Sinn. Nach mehr Geschichten meiner Abenteuer fragen. Mit Bewunderung an meiner Errungenschaft? Nee. Mich mit einem Lächeln vermissen? Finde ich eigentlich ganz süß. Ist mir egal, was die Menschen im Tod von mir denken. Was wirklich zählt, ist, was sie von mir halten, während ich lebe. Ja, schwierig. Ich glaube, ich würde aber schon mit einem Lächeln vermisst werden wollen. Wenn ich vielleicht auch irgendwann mal auf YouTube nicht mehr bin. Ein Muggel konfrontiert dich und behauptet zu wissen, dass du zaubern kannst. Was tust du? Vergessenszauber? Zustimmen und eine Gratisprobe eines Fluchs anbieten. Okay. Fragen, wie er darauf kommt. Ihm sagen, dass du dich um seine mentale Gesundheit Sorgen machst und anbieten, einen Arzt zu rufen. Zustimmen und weggehen, was dazu führt, dass er nicht weiß, ob du nur geblufft hast. Da
Das finde ich eigentlich am witzigsten. Ich weiß, du bist ein Zauberer. Ja, ich muss jetzt auch gehen. Leute verdutzt zurücklassen. Lustige Sache. Du und zwei Freunde müssen eine Brücke überqueren, die von einem Flusstroll bewacht wird. Er besteht darauf, auf einen von euch zu kämpfen, bevor er euch vorbeilässt. Was wirst du tun? Mich freiwillig zum Kampf melden. Versuchen, den Troll zu verwirren, um ohne Kampf vorbeizukommen. Vorschlagen, dass ihr alle drei kämpft, ohne es dem Troll zu sagen. Vorschlagen, Lose zu ziehen, um herauszufinden, wer kämpfen soll. Nein, ich verwirre den Troll. Und dann gehen wir einfach rüber. Spät in der Nacht gehst du alleine eine Straße entlang und hörst einen eigenartigen Schrei, der wahrscheinlich magischen Ursprungs ist. Was tust du? Meinen Zauberstab ziehen und die Quelle des Schreis suchen. Mit Vorsicht vorgehen, eine Hand auf meinen verborgenen Zauberstab legen und achtsam die Umgebung untersuchen. Mich im Schatten verstecken und abwarten, während ich geistig meine Offensiv- und Defensivzauber zurechtlege, sollte es Ärger geben. Mein Zauberstab ziehen und stehen bleiben. Vorsichtig vorgehen? Im Schatten verstecken und abwarten? Ich glaube, ich gehe vorsichtig vor. Ein Mitschüler aus deinem Haus hat bei einer Prüfung eine selbstschreibende Feder verwendet. Nun ist er Klassenbester und hat dich auf den zweiten Platz verwiesen. Professor Flitwick ist misstrauisch. Er holt dich nach seiner Unterrichtsstunde zur Seite und fragt, ob dein Klassenkamerad eine verbotene Feder verwendet hat oder nicht. Was tust du? Tja, gute Frage. Lügen und behaupten es nicht zu wissen, aber hoffen, dass es jemand anderes Professor Flitwick gesteht. Du würdest gar nicht so lange warten, wenn du wüsstest, dass jemand eine verbotene Feder verwendet, hättest du das schon vor der Prüfung berichtet. Professor Flitwick, die Wahrheit sagen, wenn dein Klassenkamerad bereit ist, durch Betrug zu gewinnen, verdient er es auch, aufzufliegen. Außerdem gehen alle Punkte, die er verliert, an dich, da ihr im selben Haus seid und du nun die Nummer 1 bist. Professor Flitwick sagen, dass er das deinen Klassenkamerad fragen sollte und deinen Klassenkameraden sagen, dass du die Wahrheit sagen wirst, wenn er es nicht selber tut. Ja, Lügen ist halt auch ungeil, ne? Aber und hoffen, dass es jemand anderes sagt, auch nicht. Also, ich würde sagen, hier, der ist misstrauisch, sag dem das mal lieber, dann lässt er dich vielleicht nochmal schreiben oder so und nicht durchfallen und so. Ha, schwierig. Benutzt keine magischen Federn bei Klausuren. Welche dieser Eigenschaften würdest du am meisten verabscheuen, wenn Leute dich so bezeichnen würden? Selbstsüchtig, gewöhnlich, feige, ignorant. Selbstsüchtig, weil das würde am wenigsten stimmen, würde ich behaupten. Ich bin ein Ravenclaw. Cool. Ja, ich glaube, das finde ich cool. Scharfsinn, Lernen, Weisheit. Du weißt wahrscheinlich, dass einige von Ravenclaws bekanntesten Mitgliedern Gilderoy Lockhart und Luna Lovegood sind. Okay, Luna mag ich, aber Gilderoy Lockhart ist ja, naja, okay. Aber wusstest du, dass Ravenclaws graue Dame der schweigsamste Hausgeist von ganz Hogwarts ist? Oder dass Ravenclaws Gemeinschaftsraum den schönsten Ausblick des gesamten Schlossgeländes bietet? Na, gute Wahl. Unter unser Emblem ist der Adler, welcher dorthin fliegt, wohin keiner klettern kann. Die Farben unseres Hauses sind blau und bronze. Finde ich schön.
Und unser Gemeinschaftsraum liegt in der Spitze des Ravenclaw-Turms. Hinter einer Tür mit einem verzauberten Türklopfer. Die gewölbten Fenster in den Wänden unseres kreisförmigen Gemeinschaftsraums blicken hinab auf das Schulgelände, den See, den verbotenen Wald, das Quidditch-Feld und die Kräutergärten. Kein anderes Haus in der Schule hat solch einen schönen Ausblick. Ha! Das freut mich. Ich bin gern ein Ravenclaw. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, dieses Video mal zwischendurch. Demnächst geht es doch sicherlich weiter mit Wandern. Das ist ja mein großes Ziel, sage ich mal, für dieses Jahr. Ein paar andere Sachen stehen natürlich auch noch an. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Daumen nach oben. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welches Haus ihr seid. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.